Kika, Kikaninchen. Hopp, Kika, Kikaninchen. Dibba dibba dap, dibba dibba dap, dibba dibba dap, dibba dibba dap. Hey, Kika, Kikaninchen. Noch mit und spiel mit mir, wir spielen jeden Tag alles, was ich mag. Hey! Prinzessin und Pirat, Raumfahrer und Pilot, Tatütata, die Feuerwehr, ich fahr im Segelboot. Hinterher, los, komm! Hallo Kikaninchen, da bist du ja. Hallo Christian. Hey, hallo. Schau mal, wer da ist. Dibbe dibbe dab. Komm, Christian, lass uns was spielen. Was wollen wir denn spielen? Was ganz Tolles. Kikaninchen? Hui. Kikaninchen? Was willst du denn mit der Haarbürste? Soll ich mir etwa die Haare kämmen? Das ist keine Haarbürste. Das ist ein Füßer. Ein Füßer? Du meinst ein Tausendfüßer. Ein Tausendfüßer. Man kann auch Tausendfüßler zum Tausendfüßer sagen, weil er so viele Füße hat. Ja, der kann toll krabbeln. Hey, wie wäre es, wenn wir in das Land der Tausendfüßer gehen? Oh ja, auf ins Tausendfüßerland. Ui, so viele. Die haben es aber eilig. Wo wollen die alle so schnell hin? Hm. Oh. Da! Der Tausendfüßer da. Der hat seinen Schuh verloren. Oh. Oh. Jetzt ist er ganz traurig. Oh. Ich glaube, wir müssen ihm helfen. Wir rufen einfach laut, anhalten, damit die anderen stehen bleiben. Bei drei. Eins. Zwei, drei. Anhalten! Anhalten! Die Tausendfüßer laufen noch. Vielleicht noch lauter. Eins, zwei, drei. Anhalten! Anhalten! Was nun? Kikaninchen, ich glaube, die brauchen einen Verkehrspolizisten. Wollen wir das machen? Oh ja, Verkehrspolizisten. Und stopp. Kribbler, anhalten. Juhu, juhu, da ist der Schuh. Tausendfüßer, ihr könnt weitergehen. Ja, Kribbel krabbelt wieder. Kribbel krabbel. Danke fürs Anhalten. Tschüss, kleiner Tausendfüßer. Das ist ein toller Haarbürsten-Tausendfüßer. Mhm. Tschüss. Dibbe dibbe dab.
Hallo Marleen. Hallo Kikaninchen. Los geht's, von Blume zu Blume. Da hinten auf die Riesenblume. Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da. Ups, hallo. Schlumperfix. Hallo Igel. Na klar. Komm Igel, lass uns spielen. So. Ja. Hui. Juhu. Das war toll. Dibbe dibbe dab. Hallo Kikaninchen, da bist du ja. Hallo Christian. Hey, hallo. Schau mal, wer da ist. Dibbe dibbe dab. Komm, Christian, lass uns was spielen. Was wollen wir denn spielen? Was ganz Tolles. Ah. Kikaninchen? Kikaninchen? Eine Schallplatte. Von Schallplatten hat man früher Musik gehört, wie heute von CDs. Wollen wir die auflegen und ein bisschen tanzen? Nein, das ist doch keine Schallplatte. Nein? Das ist ein Punkt von einem Marienkäfer. Ach klar, den hat dann ein armer Käfer verloren. Der ist jetzt sicher ganz traurig. Wie wäre es, wenn wir den Käfer suchen und ihm seinen Punkt zurückbringen? Au ja! Was für eine schöne Wiese. Wir müssen noch den Marienkäfer finden. Wo sollen wir hier bloß anfangen zu suchen? Es ist doch alles so groß. Da. Da oben. Vielleicht ist er da hochgeklettert. Von oben sieht man doch alles besser. Und siehst du den Marienkäfer? Nö. Wir können ja zusammen nach ihm rufen. Mhm. Bei drei. Eins, zwei, drei. Marienkäfer! Marienkäfer! Hier oben ist er nicht. Dann können wir aufhören zu rufen. Da oben scheint er nicht zu sein. Vielleicht ist er ja ganz unten. Na klar. Käfer krabbeln oft auf dem Boden herum. Dann lass uns unten suchen. Und hepp. Vielleicht ist er unter dem großen Blatt dort. Mhm. Lass uns mal nachsehen. Ja. Juhu, wir haben ihn gefunden. Hallo Marienkäfer, wir haben dir deinen verlorenen Punkt mitgebracht. Jetzt kannst du wieder fröhlich sein und durch die Gegend fliegen. Toll, jetzt fliegt er wieder. Ich fliege auch. Wie gut, dass du den Punkt gefunden hast. Und ich habe jetzt doch noch Lust zu tanzen. Vor Freude. Tschüss.
Dibbidibbidab. Hey, hallo, da bist du ja. Ich bin's, Christian. Hauruck. Hauruck. Hallo, Kikaninchen. Hallo, Christian. Dibbe, dibbe, dab. Du hast dein Geschichtenkissen dabei. Dann hast du bestimmt Lust auf eine Geschichte, hm? Na klar. Und was für eine Geschichte möchtest du hören? Eine Geschichte mit einem Geschenk. Mal nachdenken. Ah ja, also, es war einmal ein Ferkel, das konnte schon bis 10 zählen. Wünsch dir was, sagten die Ferkeleltern. Denn du kannst schon bis 10 zählen und wer schon bis 10 zählen kann, der darf sich immer was wünschen. Was wünscht sich das Ferkel? Eine Karotte? Eine Banane? Nein. Einen Apfel? Ja, einen Apfel. Am liebsten möchte ich bitte einen Apfel haben, bitte, sagte das Ferkel. Denn es gibt auf der ganzen Welt nichts Besseres für einen Ferkelmagen als einen Apfel. Und dann? Dann bekam das Ferkel einen Apfel. Ein Apfel! Hurra! Juhu! Yippie! Sagte das Ferkel und führte einen Freudentanz auf. Dann wollte es den Apfel auffressen. Aber auf einmal sagte jemand, nein, das darfst du nicht. Oh, wer war das? Ein Wurm guckte aus dem Apfel raus. Oh. Was machst du in meinem Apfel? Fragt das Ferkel. Ich wohne hier, sagte der Wurm. Und was machst du? Ich fress den Apfel auf, meine Eltern haben ihn mir geschenkt. Aber liebes Ferkel, wenn du den Apfel frisst, dann habe ich doch keine Wohnung mehr. Sagte das Ferkel. Und dann schmeckt mir auch der Apfel nicht mehr. Ist das Ferkel jetzt traurig? Ein bisschen schon. Aber der Wurm sagte dann, ich habe was, das ist ein viel, viel, viel besseres Geschenk als ein Apfel. Ein Apfelbaum mit lauter Äpfeln dran. Ja. Ein Apfelbaum. Hurra. Juhu. Yippie. Freute sich das Ferkel. Wo ist der Apfelbaum? Hier, sagte der Wurm und gab dem Ferkel einen Apfelkern. Den musst du nur ein bisschen in die Erde stecken und gießen. Und dann? Dann wartete das Ferkel und wartete und wartete und wartete. Oh. Tage, Wochen, Monate. Um sich das Warten zu verkürzen, sang das Ferkel dabei ein Lied. Oh Apfelbaum, oh Apfelbaum, du bist so lecker anzuschauen. Ja, nochmal. Oh Apfelbaum, oh Apfelbaum, du bist so lecker anzuschauen. Guck mal, jetzt ist aus dem Apfelkern ein richtig großer Apfelbaum gewachsen. Ja, und aus dem Ferkel ist ein richtig großes Schwein geworden. Das Warten hat sich also gelohnt. Ja. Jetzt kann es ganz, ganz viele Äpfel fressen. Tschüss. Macht's gut. Dibbe, dibbe, dab.